Hi Leute. Schaut mal, wo ich gerade unterwegs bin. Bin nämlich gerade ein bisschen draußen auf Heimatbesuch von meiner Freundin. Genau. Und mir ist mal aufgefallen, ein Thema, was bei mir die ganze Zeit auch anstand und wo ich überlegt habe, hey, warum kommen immer wieder irgendwelche Zweifel? Egal, bei irgendwelchen Projekten, bei allem Möglichen. Warum kommen da immer irgendwelche Zweifel, Frustration? Bei mir war es auch dieses Thema Ungeduld. Ich habe auch gemerkt, so in der Schulzeit, wo ich am Gymnasium war und dann gemerkt habe, hey, eigentlich wollte ich immer diese Zeit haben, mich irgendwo reinzufuchsen, irgendwo. Ja, diese Neugier war immer da, aber es war immer nicht genug Zeit. Schulstunden sowieso, 45 Minuten, da fängst du gerade mal an, in irgendein Thema ja, reinzugehen. Vorlesungen waren später schon besser im Studium, wenn 1,5 Stunden und man sich die Lernzeit dann selber einteilen konnte. Aber es war alles immer so unter Zeitdruck. Und wurde jetzt auch immer mehr klar, vielleicht kam daher auch diese Ungeduld und man hatte nie so die richtige Zeit, sich irgendwo reinzudenken. Vielleicht kennst du das auch, wenn du Kinder mal beobachtest. Ich habe das neulich bei Babys gesehen. Und dann konnte man, die beobachten was, schauen sich das an. Und dann können wir, nochmal, 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 so nochmal. Und die schauen sich Dinge 100 Mal an, 1000 Mal. Einfach nur beobachten. Aber die wollen wissen, wie es wirklich geht. Und das dann auch ausprobieren, anfassen, manche Sachen. Geht dann immer weiter. Aber sich die Zeit dafür nehmen. Und das, was ich gemerkt habe, heutzutage, wenn du einen Gedanken in eine Richtung setzt, dann kommst du dahin. Der Punkt ist nur, hey, wir gehen immer in irgendeine andere Richtung und lassen uns immer irgendwie ablenken. Ich habe gemerkt, hey, ich möchte eigentlich Leuten helfen. Ich möchte dir helfen. Und habe gemerkt, hey, mich hat es immer wieder, waren da Ablenkungen hier. Irgendwann nach ein paar Jahren sagt dir irgendjemand, ah, funktioniert vielleicht doch nicht. Und immer wieder manche Leute, die dir sagen, ah ja, klappt vielleicht doch nicht. Und es kommen Zweifel auf. Und gleichzeitig sind wir so im Verstand. Das heißt, wir sind so intellektuell. Vielleicht kennst du das auch bei Menschen, die einfach gestrickt sind, dass sich manchmal Dinge dort ganz einfach erfüllen, weil die setzen den Gedanken in eine Richtung, die denken gar nicht immer drüber nach, dass es nicht passiert, lassen sich nicht beirren. So. Und es passiert bei vielen. Der Punkt ist, wenn du Zweifel hast, und es dauert manchmal einfach nur. Häufig bestellen wir ein Paket bei der Post, der Vergleich eben. Du setzt einen Gedanken in eine Richtung und dann warten wir nicht lang genug und machen uns ständig Sorgen, ach, passiert das, kommt das. Und dann fängst du wieder an, mit deinen anderen Zweifeln, Gedanken, dieses Paket abzustellen, bestellen. Und du setzt deinen Fokus wieder in eine andere Richtung, in diese Zweifel. Und eigentlich geht es darum, dass du hinkommst, und das habe ich jetzt auch gemerkt, in dieses, wie mache ich es möglich? Wenn ich meine Richtung gesetzt habe, dann bleibe ich in die Richtung von den Gedanken her. Und wenn da irgendwas im Weg steht, hey, wie mache ich es möglich? Und heutzutage, weil wir so intellektuell sind, ist der Glaube dabei häufig nicht mehr ausreichend. Und was den Glauben aber gut ersetzen kann, ist Commitment. Ich habe noch nie so eine richtig gute Übersetzung im Deutschen gefunden. Verbindlichkeit, denke ich, trifft es am besten. Wenn du dich verbindlich an was setzt, an den Gedanken, an das, was du machen möchtest, was du wirklich erreichen möchtest. Und bei uns mögen da vielleicht auch zwischendrin mal Zweifel aufkommen, aber wenn du diese Verbindlichkeit gesetzt hast, dieses Commitment hast zu einer Sache, dann kannst du da definitiv hinkommen und dann kommst du dahin. Und das habe ich jetzt auch für mich gemerkt. Und dazu ist es aber ganz klar unglaublich wichtig zu wissen, wo man wirklich jetzt steht und wo man hin möchte. Und wenn du dir da nicht einen klaren Plan machst, wo du stehst, wo du hin möchtest, dann bringt das Ganze nichts, weil du immer am Schwanken bist. Du gehst in irgendwelche anderen Richtungen
Und deshalb ist das Wichtige dann, dass du dir wirklich, wie gesagt, klar wirst. Du musst dir deine Situation, wo du jetzt stehst, genau anschauen. Und auch, wo du eben hin möchtest. Und wenn du das hast, dann kannst du dir wirklich einen Plan machen. Und du kannst dich daran erinnern, in den Situationen, wo du am Zweifeln bist, wo du eigentlich hin wolltest. Du kannst dir die Antworten, die du damals in einem klaren Moment gefasst hast, wieder bewusst machen. Und dich so durch dieses Commitment, das du dir gesetzt hast, dass du diese Sachen dann täglich Schritt für Schritt umsetzt, da auch hinbringen. Und auch, ja, um diese Situation so klar bewusst zu werden, habe ich in letzter Zeit nämlich ein paar wunderschöne Gespräche mit euch geführt. Ich habe nämlich jetzt immer kostenlose Strategiegespräche für euch angeboten, für jeden, der da wirklich schauen möchte, wo er steht und sein Ziel auch wirklich erreichen möchte, wo er eben hin möchte. Und in dem Gespräch, ja, finden wir das sehr gut raus. Es dient unglaubliche Reflexion für dich. Und dann schauen wir eben, ob ich dir dabei helfen kann. Und deshalb möchte ich dir auch jetzt nochmal das Angebot machen. Findest du auf meiner Webseite immer, wo du dich eintragen kannst. Genau, schau da einfach mal drauf. Unten drunter im Footer ist es überall verlinkt in der Fußzeile. Kostenloses Strategiegespräch, genau. Und da kannst du dich einfach eintragen. Und dann können wir wirklich bei dir mal ausführlich schauen, wo du jetzt stehst und wo du hin möchtest. Und wenn ich dir dabei helfen kann, kannst du dir gern dann das Commitment setzen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Und das habe ich einfach gemerkt. Das ist so unglaublich, dieses Commitment, was das auslösen kann, was für eine Tatkraft. Und das wünsche ich mir. Und da habe ich gemerkt, hey, das bringt wirklich Veränderung. Weil bei vielen habe ich gesehen, hey, das Commitment fehlt völlig. Und am Ende werden Dinge nicht umgesetzt und verschwenden wir weiter unsere Zeit. Und deshalb habe ich gemerkt, hey, in diesen Gesprächen kommt es klar zum Punkt und dann kannst du schauen, hey, willst du den Weg gehen oder nicht? Und ich kann dir nur sagen, der Weg lohnt sich. Wenn du anfängst, ein freies, unabhängiges, selbstbestimmtes, von innen heraus intrinsisch, wie sagt man so schön, bestimmtes Leben zu führen, dann kann ich das dir wirklich nur ans Herz legen. Genau. Also lass uns da wirklich mal telefonieren und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und genieß die Natur. Geh auch mal ein Stückchen raus. Mach's gut. Ciao.